Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Wunderkampf mit Balui und mir. Ich bin mir. Ri. Du bist mir. Ah. Okay, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir fangen direkt an und tauschen die ersten Pokémon, mit denen wir kämpfen. Was habe ich denn heute Schönes zum Tauschen? So, okay. Ja, auf Wiedersehen. Ach, das hast du als erstes bekommen? Ja. Wie schön. Das war Level 60. Was krass. Okay. Ich habe das falsch eingesetzt. Mist, nächstes Mal. Ja, ich glaube auch. Stirbt das nicht so schnell. Wer möchte einen Vulpix? Oh ja, nach Frankreich. Ich habe auch voll vercheckt, dass deine Vulpix Eis waren. Warum? Wie kann man das? Ich dachte, Vulpix ist immer Feuer. Hä? Ist egal. Ich bin Balui. Ich muss das nicht begründen können, wenn ich dumm bin. So, tschüss. Geht nach was weiß ich wohin. Toller Tausch. Ja, und von was weiß ich wohin kriege ich einen X-Ball mit einem... Ah, okay. Haben wir in einem... Das Pokémon wird doch wieder nichts können. Gar nichts. Ich glaube, meins kann auch nichts. Keine Sorge. Das kann wahrscheinlich nur Tackle oder so. Wenn ich dir jetzt sage, was das hier kann, Platscher. Dann willst du sofort wissen, was es ist. Platscher? Nee, sonst wüsste ich ja, dass es nichts kann. Aber ich sage ja nur, ich vermute, dass es nichts kann. Okay. Komm, wir gucken mal, ob es das kann, aber ich glaube... Es ist okay. So, nächstes Pokémon. Jo. Und es kann genau das, was ich vermutet habe. Nichts! Nee. So, weg mit dem. So ein Scheiß. Was kann es? Fadenschuss und das ist ein Hornlius? Das kann Teleport. Oh nein. Jetzt hast du gespoilert. Ja, das habe ich ja gesagt. Wenn du die ganze Zeit fragst. Teleport. Wer könnte Teleport? Jurak? Ja. Jurak. Man müsste einfach einen Simsalar wegschicken, das nur Teleport kann oder so. Wenn man alle Attacken verlernen kann? Ja, richtig. Beim Attackenverlerner. Ja, genau. Lässt er alles verlernen. Einfach ein Pokémon ohne Attacken. Das geht nicht. Ja, leider. In die USA. Guten Morgen, unglaublich, nach Japan. Kochi, wie Kochi. Viel Spaß mit meinem Voltilam. Hier, viel Spaß mit meinem Schmetterlingsfisch. Ich hoffe, du passt gut auf es auf. Und ein Pokéball. Oh. Und ich kriege einen Pokéball mit einem. Mal gucken, ob das Attacken kann. Okay. Das wäre gar nicht schlecht. Das wäre gar nicht. Bin gespannt. Okay. Und der Arme hat nur ein Voltilam dafür bekommen. Das ist jetzt schon fies. Hat er dir was Gutes gegeben? Kommt auf die Attacken an. Ob es Attacken kann oder ob es nur, weiß nicht, Heulern kann. Ob es nur Fake ist. Ja. Manchmal denkt man, oh, voll das coole Pokémon und dann kann es nichts. So wie das Relaxo, das nur Tackle konnte. Was haben wir denn hier? Wie heißt es? Okay, naja. Okay, nächstes Pokémon. Also kann es nichts. Hier, Wingard, tschüss. Das könnte besser sein. Naja, aber ein bisschen was jetzt wohl können. Ja, aber nicht wirklich was Sinnvolles. Irgendwie beim Wundertauschen überhaupt gar nicht mehr was Sinnvolles. Ja, irgendein competitive fertiges Pokémon hätte ich jetzt gerne. Das nächste Pokémon ist ein competitive fertiges Pokémon. Bei mir. Ich sag's dir. Nee, bei mir. Nein, bei mir. Nee, bei mir. Nein, bei mir. Bei mir. Ich bin Balui. Da ist Deutschland. Lorenzo. Lorenzo. Hier, Lorenzo. Viel Spaß mit dem Wingard. Falls du mit Balui getauscht hast, fühl dich gegrüßt. Nach Japan geht es. Ja, Lorenzo ist aber in Deutschland. Nee. Viel Spaß mit Wingully. Wingully. Und ich kriege ein normales Pokéball und ach, komm schon. Kapador. Da scheint einer Y angefangen zu haben. Oder X. Aber die können das gar nicht tauschen. Oh nein, nicht das. Das kann gar nicht. Wieso hat er vor allen Dingen englischen Namen davon? Ja, wahrscheinlich, weil er es genauso weitertauscht, ja, wie die ganze Zeit mal. Pokémon weitertauschen. So, das gefällt mir nicht. Ich tausche nochmal. Das gefällt mir nicht. Es gibt nie Pokémon, die einem gefallen im Wundertausch. Nie. Na, wir hatten schon mal coole und auch Shinies und so Kram. Ja, aber nur ganz selten, wenn da irgend so ein Streamer ist. Oh, das kann halt auch nichts. Okay, bist du bereit? Noch nicht ganz. Ja, ich warte auf dich. Das ist aber nett von dir. Oh, das kann was. Ach du Kacke. Aber es ist halt nicht gut. Es hat keine guten Werte. So, nächstes Pokémon und weg. Und tschüss. Tschüss, Kaumalat. Tschüss, Togepi, was gar nichts konnte, außer Leute belullen. Fies, armes Ding. Hilf mir, Togepi, hab mich lieb, Es hat sein Bestes gegeben, sei nicht gemein. Was Beste war aber nicht gut genug. Aber fies. Meins geht dann nach Pedro, nach Spanien. Nach Pedro. Pedro geht es, nach Pedro. Zu Pedro, nach Spanien. Warum findest du immer so schnell Leute? Bei mir dauert es immer ewig. Mein 3DS ist besser als deiner. Das ist mein 3DS, auf dem du spielst. Ich spiel auf deinem. Mein Spiel ist besser als deins. Was kriege ich ein? In die USA. Ein, was ist das für ein Ball? Was ist das für ein Pokémon? Okay, dankeschön. Oh nein, hast du was Gutes? Oh nein, ich glaube nicht, dass... Also das ist auf jeden Fall keine Weiterentwicklung, aber das ist ein sehr interessanter Ball.
Ist es keine Weiterentwicklung oder ein Pokémon? Oh, das habe ich doch schon! Nee, das ist scheiße und jetzt habe ich es auch noch zweimal. Oh. Okay, anscheinend kannte ich das Pokémon schon. Gucken wir doch mal, was es Mann, kann. Leute, warum? Du, was ist das? Ach so, es ist ein Drache. Okay. Ja, wow. Das kleine Schleimding. Nee, kein Schleimding. Egal, so jetzt geht. Ah nee, ich warte noch. Du bist noch nicht fertig, denke ich mal. Ein Pokémon fehlt noch, ne? Zwei. Zwei? Oh, warum habe ich das so doppelt? Da kriegst du es noch ein drittes Mal. Ja, noch zwei Pokémon habe ich also gar nicht noch zweimal bekommen. Na gut. Auf Wiedersehen, Carpador. Vielen Dank. Tauros. Für deine Dienste. Tauros war schlechter, als ich erwartet hätte. Und er war schon Level 56. Ja, das ist ja egal, leider. Dann hat es halt ein bisschen Werte verteilt, aber. Ja, aber du hast es ja ziemlich schnell ausgenockt. Das war ziemlich gemein mit deinem blöden Voltilam. So schnell war das nicht. Es war ja nur, weil du Pech hattest. Japan. Ja. Viel Spaß, der Partner mit dem Carpador. Warum findest du immer schneller einen Partner als ich? Ja, aber du hattest es jetzt ganz oft schneller als ich. Ey, nach Japan, Iwate. Ich bin eine Frau mittleren Alters. Ich bin wie gelähmt. Danke für die Angaben da oben. Ich glaube, da ist irgendwas nicht richtig übersetzt. Ich bin ein Herr mittleren Alters. Komm bitte, komm, du bist eine Frau, du gibst mir was Gutes. Du hast mir. Ich hasse euch. Das ist doch safe auch ohne Attacken. Safe. Safe. Drei nutzlose Pokémon schon. Und du so? Ach, es geht. Zwei nutzlose Pokémon. Ja, wow. So, letztes Pokémon. Auf Wiedersehen, Vulpix Nummer 2. Gucken wir erstmal, ob das hier irgendwas kann. Kann es. Oh, es kann doch ein bisschen was. Aber ich glaube, die Attacke ist nicht geil. Egal. So, weg damit. Fleckmon, auf Wiedersehen. Tschüss, Fleckmon. Komm nächste Woche wieder. Oder lieber nicht. Ja, stimmt auch wieder. Bleib, wo du bist. Möchte niemand dieses Alola-Vulpix? Es ist gut in Schuss. In Schuss? Ich habe es immer gekämpft. Auch nach Japan. Ich suche nach schildernden Pokémon. Da bist du hier leider falsch. Das heißt, es ist nur ein Trader. Der gibt dir nur einen Carpador. Der gibt nur Schrott. So, geht in die Staaten nach Indiana. Ich meine, Schrott ist relativ. Schrott kann alles möglich sein. Auch ein entwickeltes Pokémon. Und für Wunderkampf wäre das voll cool. Oh, süß. Und ich kriege einen, okay, einen Hyperball mit einer I. Ein Hundibaum. I, eine Spinne. Hundibaum. Ich hatte Spinnen. Oh, süß, die kleine, ein WhatsApp. Was, ein WhatsApp? Nein, kein WhatsApp. Oh. Nein, das ist eine eklige Spinne. Oh nein, ein Wibarak? Nein, eine andere eklige Spinne. Ich glaube, das ist auch keine Spinne im eigentlichen Sinne. Das ist, glaube ich, mehr ein Wasserläufer oder so. Ach so, okay, dann weiß ich, welches Pokémon. Bist du bereit? Bereit, auseinandergenommen zu werden. Ja, los geht's. Möchtest du eine Anfrage an Maloui schicken? Okay, ausnahmsweise. Yay, kämpfen wir. Yay, Wunderkampf. Ich liebe Wunderkampf. Wir können noch QR-Code-Kampf machen. Wunder-QR-Code-Kampf. Das wäre cool. Die Leute machen uns QR-Codes und wir wissen nicht, was drin ist. Und wir scannen das dann ein und kämpfen damit. Das ist noch eine coole Idee. Ja, und dann kommt nur Scheiße bei rum. Ja, und? Das ist doch voll witzig. So viele Leute spielen ja auch gar nicht mehr Pokémon. Der eine kriegt ein Team voller Legendäre und der nächste kriegt 6-mal Carpador. Das ist voll witzig. Die Leute werden das alle lustig finden mit den Carpador und werden das alle nur Carpador-Teams. Leute, ihr könnt uns gerne so Teams machen und zuschicken, so QR-Code-Teams. Aber bitte realistische. Ja, wobei also auch lustige. Nicht ist auch nur okay, alle Carpador-Teams oder so. Oh, wir müssen gleich zuhalten. So, Team auswählen. Das fände ich witzig. Wenn das ein paar von euch machen, können wir gerne mal so einen Kampf. Ja, wir müssen das ausprobieren. Je nachdem, was wir kriegen, kann man dann drüber nachdenken, das zu machen. Aber nur wenn wir welche kriegen. Ja, richtig, wenn wir QR-Codes. Da du auch hauptsächlich die Pokémon-Zuschauer hast. Du darfst ja nicht wissen, was in dem QR-Code drin ist. Das scannen wir dann ja live ein, würde ich sagen. Genau. Okay, also schön zuhalten. Habe ich schon. Okay. Mit deinen Finanzierungshinweisen hier. Für dein Studium. Finanzierung, Aufgabe 2. Okay. Okay, konzentrieren wir uns auf den Kampf. Fangen wir mal damit an. Ach nee, warte mal, fangen wir nicht. Wir fangen hier mit an. Nein, auch nicht. Doch, damit fangen wir an. Egal. Was soll's? Okay. Teilnehmen. Bereit? Okay. Auf geht's, Miri. Auf in die Schlacht. Mit was fängst du an? Lass dich überraschen. Wie? Mit einem Starter fange ich an. Ah, das ist auch noch doppeldeutig. Glurak.
Nee. Glurak ist kein Starter. Aber doch. Nein. Du hast einen Ralz. Oh, süß. Ralz. Leider habe ich genau auch ein Wasser. Nee, du hast einen Pflanzen. Ein Proxy. Was nein, danke alles? Für die Wandlungskunst. Was zur Hölle? Ich habe dir gerade eine Fähigkeit geklaut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aus Versehen. Das heißt einfach eins mit Wandlungskunst. Das ist eins von den gezüchteten Cheater. Wie Typ Geist. Der nimmt ja Typ Geist. Ach so. Damit das immer steppert. Ja, ja. Du weißt, dass das nicht trifft. Das ist jetzt natürlich doof. Ach, leck mich doch an die Füße. Peace, peace. Peace, peace, peace. Aber leider macht mir das gar keinen Schaden, weil die Werte halt total scheiße sind von dem Pokémon. Da muss ich der Foxy halt zurückholen, wenn du nur Typ Geist hast. Hast du keine Wasserattacken da drauf? Nein. Oh. Komm mal da rein, Drachi. Aua. Das ist fies, das ist ein Unlichtdrache. Das ist ein Unlichtdrache? Ja. Okay. Deswegen hast du es doch eingewechselt. Ja, klar. Das hat vor allem die Finsteraura von Yvetal. Hä, wie von Yvetal? Finsteraura ist eine ganz normale. Ja, aber das hatte das Yvetal drauf gehabt damals. Ja, aber die gehört nicht zu einem besonderen. Ja, aber es hatte, da habe ich sie das erste Mal gesehen. Für mich gehört es also dazu. Aha, ich habe gegen das Ding gar nichts. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das ist süß, oder nicht? Klasse, ich verliere einfach. Alter, weißt du noch gar nicht. Weil all meine Pokémon schwach dagegen sind, das gibt's doch nicht. Das Pokémon hat alles. Feuer, Eis, Boden und Unlicht. Und ich hasse dich. Gute Nacht. Fies. Eiszahn. Ich finde das halt einfach unfair, dass dir das Spiel anzeigt, welche Attacken sehr effektiv sind. Das ist halt voll assi. Ich finde das gut. Also ich finde das voll assi. Das macht, weißt du könntest gar nicht Pokémon spielen ohne das. Das ist voll gemein. Das ist richtig. Sonst hatte ich immer diesen Scheiß. Das hart erarbeitet zu wissen. Sonst hatte ich immer diesen Scheiß Zettel vor mir liegen. Was Wunschtraum? Süß. Was hast du dir gewünscht? Ich habe mir was gewünscht. Oh, na gut. Und du hast auch noch eine Entwicklung. Du hast voll das geile Team. Du hast einen Wunschtraum. Zertrümmerer, oh nein, das hatte ich schon befürchtet. Ich hatte es gehofft, dass es nicht so ist, aber... Boah, ist das Evoli stark! Guten Tag! Warum ist denn das blöde Evoli so stark? Weil Zertrümmerer schlecht ist. Au. Was ist das? Das wird ja nie ein Ende finden, so. Warum? Einschläfern. Und so weiter. Gute Nacht. Oh, düs. Guck dir das an. Und es schlägt langsam mit den Flügeln eingelaufen. Dass es da sich überhaupt in der Luft halten kann, ne? Ja, ne? Ich nehme an, du wächst es aus. Bin halt nicht sicher, was ich jetzt machen soll. Was tust du? Nachdenken. Du hast wichtig, nur wichtig. Noch 56 Minuten Zeit, dich zu entscheiden. Ja, lass mich. Nur noch wenn du mich unter Stress, unter Druck setzt, dann wird es halt nicht besser. Okay. Du hast eh das bessere Team, du hast die viel besseren Karten. Allein gegen das Kakuno habe ich keine Chance. Ach nein. Das ist halt nicht typisch. Ja, das ist gerecht, nachdem du nach zwei Runden wieder aufwachst vom Schlafen. Kann Wunschtraum auch mal nicht in Erfüllung gehen? Nee, eigentlich nicht. Toll. Nein, kst. Na, endlich. Ich schlaf lieber, als dass ich verwirrt bin. Danke. Ja, leck mich doch, ehrlich. Bitte. Was macht das? Ach so. Nee, das hilft uns auch nicht. Okay. Jetzt crittest du wahrscheinlich. Hoffentlich mal. Es wird langsam Zeit, ehrlich. Komm schon, Evoli, Evoli, Evoli. Nein, nicht die Verteidigung senken. Yes. Kacke, Evoli. Komm schon, Evoli. Ja. Nein. Du bist ein feines Evoli. Einfach nein. Ein feines Evoli. Warum klappt bei dir, geht das immer alles durch? Immer. Ein feines. Ach, du bist nach zwei Runden Schlaf aufgewacht. Jetzt stell dich mal bitte nicht an. Ich habe letztes Mal 6 Runden geschlafen, als ich geschlafen habe.
Kannst du dich über deine zwei Runden nicht beschweren? Maul. Und weil ich zweimal durch die Verwirrung durchgekommen bin. Kann man Glumanda. Mann. Was gar nichts kann, außer das. Glumanda. Komm, jetzt gar kein Wunschtraum. Ich kann mir die HP von den Sternen wünschen. Allein diese Selbstheilung ist halt im Wunderkampf immer voll OP. Ja. Boah, ich hab nur das. Ja, nur das. Drachenpuls. Und es macht keinen Schaden. Wie, es macht keinen Schaden? Und es ist nicht mehr verwirrt. Ach, kacke, Mann. Warum hat er das denn jetzt nicht gehalten? Trotzdem, dein Team ist viel besser. Ja, wie soll ich denn damit trotzdem nicht besiegen? Wenn schläfst du schnell, was nämlich wäre, ist mir so zu Ende. Na. Nein. Los, Kritte. Kritz ist jetzt wahrscheinlich. Und na, schlaf gut, Glumanda. Aber eine gute Nacht. Ich heil mich so lang. Ja, komm ich nicht gegen an. Was soll ich machen? Was kommt? Oh nein, nicht Capuno. Alter, das Evoli ist total OP. Ist es nicht. Doch, volle Kanne. Es ist ein Evoli. Denk nochmal darüber nach, was du gerade gesagt hast. Das Evoli ist OP. Das ist kein Satz, der existieren sollte. Das ist auch voll gemein, dass die Typen oben angezeigt werden. Was ist denn das? Lern deine Pokémon. Das war mein Traum. Ich habe einen Traum, nicht zu sterben. Verbrenn es. Nein, nein, nein. Boah, scheiße. I have a dream. Bla, 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 bla. Kriegst du sowieso gleich wieder voller HP. Stell dich so an. Nee, bis dahin machst du mich down mit dem nächsten. Na, hoffentlich. Wir spielen schon 16 Runden, das geht überhaupt nicht voran. Nee, ich muss ja auch nach. Ach, jetzt geht's zurück. Tschüss. Oh, ein Steinzeit. Oh. Beiß ihn. Und verbrennen. Ach du Scheiße. Verbrennen wäre trotzdem cool. Das war ein Crit! Aber jetzt krieg ich den Wunschtraum ab. Gucken, wer ist schneller? Oh oh. Nein, warum triffst du denn? Bei mir treffe ich nie damit. Natürlich hast du damit getroffen. Nie. Ey, ich musste aber eine Runde erstmal nicht treffen. Komm, hau dich durch ins Gesicht. Ach, <ey. lacht> War das Pi? Ja, war's. Du hast mein sechstes Pokémon noch nicht gesehen. Oh nein, was ist dein sechstes Pokémon? Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Warum wechselst du jetzt aus? Nö. Aber lass dich nur überraschen. Ich will dich nur unter Druck setzen. Habe ich bei dir mittlerweile alle gesehen? Nein, ich wusste doch, dass du wechselst. Arak. Och nee. Na komm, also du darfst dich über dein Team nicht beschweren. Das Ding ist ja so OP. Ach du Scheiße, wie unfair ist denn das? Och Mann, den Kampf habe ich... Also, das werde ich definitiv verlieren, das kann ich dir sagen. Unter Garantie. Das ist jetzt bestimmt ein One-Hit. So stark wie das Ding ist. Nee, ist es nicht. Ja, aber fast. Ja, fast ist nicht nur nicht getroffen. Nicht. Es ist ein Käfer-Pokémon. Käfer-Pokémon sind immer scheiße. Das Ding ist so OP. Das ist ein Käfer-Pokémon. Das ist eine Entwicklung. Bist du dumm? Das Ding ist ein Herrscher-Pokémon. Ja und? Bist du dumm? Das ist voll OP. Mein Team ist voll scheiße. Ich hab so verloren. Wenn du so ein Team, so ein Pokémon im Team hast, hast du gar keine Chance. Ja, wieso ist das ein Herrscher-Pokémon? Wie? Herrscher-Pokémon? Das ist mega OP. Das Ding. Das ist ganz krass stark. Das wird im Competitive eingesetzt. Cool. Nee. Ja, ist weniger cool. Für mich schon cool. Nee. Ich muss aber gucken, was die Attacken können. Ich kenne die alle noch nicht. Ja gut, das habe ich verloren. Also, da, also wenn ich das gewusst hätte, ich von Anfang an keine Chance gehabt. Ja, ja. Hier, nom, nom, nom. Ja, leck mich. Geht Abgangswund, geht aber nicht, wenn ich... Oh, Mist.
mehr. Nein, wie viel hält denn das Wispy aus? Ich hasse dich so sehr. Wie viel? Trassler. Viel. Bist du anstrengend heute? Wie, ich bin anstrengend? Du machst dir doch die Scheiße die ganze Zeit. Wie, was hab ich denn gemacht? Du hast doch so ein krasses OP-Team, nicht ich? Nicht? Doch, kommt Evoli. Ah, nee, doch nicht, noch ein Hund ist da. Ja, toll! Vielen Dank! Du hast gewusst, dass ich das machen will. Nein, nein. Ich bin zu lesbar für dich, das ist nicht fair. Boah, scheiße, das kann Erdkräfte. Das ist ein One-Hit. Nein, ich kann. Irgendwie sind deine ganzen Pokémon nicht One-Hit. Nein! Oh, warum hast du denn Erdkräfte? Ja, scheiße. Oh, das, dein Team ist einfach unfassbar zu stark gewesen für einen Wunderkampf. Au. Dann auch noch Erdkräfte von allen Attacken. Ist das so eine starke Attacke? Also gegen das Team hat man keine Chance. Ja. Nee. Hatte ich gegen deine anderen beiden Teams auch nicht. Nee, aber meine Teams waren nicht so OP wie deine. Also das erste Team gegen mal, also die erste Aufnahme von heute war nee, unschaffbar. Nee, das hätte man schaffen können, hier gegen das Team. Nein, aber nicht da, wo ich zwei Carpador hatte. Das ging nicht. Gegen das Team hier hat keiner, also können die Zuschauer gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube nicht, dass man gegen das Team hier eine Chance. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich rede jetzt nicht von dieser Runde. Aber gegen meine Teams wurde. Hättest du eine Chance gehabt. Ja, hast du Dank. Ja, gut, das war's. Ja. Ich habe schließlich noch ein Abra. Ja. Mit Teleport. Kennst du das noch? Nein. Achso, doch. Ah, nee, heizt du das nächste Pokémon mit. Na gut. Tschüss. Sieht bei mir fast so aus, wenn es noch ein HP gehabt hätte. Allein, wenn du nur dieses Pokémon gehabt hättest, du hättest mit einem einzigen Pokémon gewinnen können. Nee, ich habe jetzt mehrere Entwicklungen gehabt. Zwei Entwicklungen habe ich, ja, ne? Du hättest aber nur dieses Pokémon, das du jetzt auf dem Feld hast, hätte gereicht. Aber es hat keine Möglichkeit, sich selber zu heilen oder sonst was. Du hast es doch schon halb tot. Aber das heißt doch, hält doch voll viel aus, das ist voll krass. Was hast du denn da? Wie, das ist halb tot? Bist du dumm? Das ist halb tot. Es hat schon ungefähr 10 KP verloren. Fies, was machst du denn jetzt? Ich gehe. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist nicht fair. Das war ein Schuss in den Ofen. Deins ist schneller vor allen Dingen. Au. Ja. Ja, das hat so viel Schaden gemacht. Und du machst nicht jetzt Hälfte, mindestens. Ja, nützt ja nichts, wenn du jetzt gleich wieder weghüpfst. Ja, aber ich wette, es wird nicht reichen, um dich zu besiegen. Ihr trotzdem. Ja, aber es ist doch egal. Du wirst doch trotzdem gewinnen. Ja, aber damit hättest du doch vorhin schon mein Pokémon fast töten können. Ja, aber es reicht doch nicht. Nicht ansatzweise, weil du effektiv bist gegen meinen Pokémon mit deinem Käfer bist. Hätte ja keiner berechnen können, dass du eins hast, was gegen Käfer anfällig ist. Also ehrlich. Ich habe 3 Pokémon, die gegen Käfer anfällig keiner sind. Keiner spielt Käfer-Pokémon. Aber das Ding, ich habe es dir doch gesagt, das ist am Competitive, wird das eigentlich. Ja, ist ja gut. Kannst du noch töten? Nein, kann ich nicht. Trassler hat keine Attacken. Toll. Was ist denn das? Ich beiß dich. Ja, ich weiß. Naja, immerhin nimmst du mich noch mit. Dankeschön dafür. Das reicht aber nicht. Na, wie dumm das einfach ist, ehrlich. Ja. Oh, jetzt schlägt das auch noch fehl. Tschüss. Ah, das hält nur eine Runde, ne? Abgangspunkt. Ja, es ist doch fehlgeschlagen, hast du doch gesehen. Ja. Gewonnen! Wenigstens ja gut, mit dem einmal. Team hätte, glaube ich, sogar Piri gewinnen können.
Das ist fies, ich hab dich auch nie fertig gemacht, nur weil du ein besseres Team warst. Ja, aber das Team war ja nicht nur ein bisschen OP. Es war gut, aber nur okay, nicht perfekt gut. Gut, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann schaltet gerne auch bei Baloo ein, da kommen nämlich auch hin und wieder Folgen. Und ansonsten macht es gut und tschüss. Bleibt euch feurig.